muss in dem Gebäude arbeiten. Ein Brief adressiert an einen Gerichtsdiener. Warum zum Teufel hat Holmes diesen Brief? Der Empfänger dieses Briefes ist ein Kapitän der Kriegsmarine. Was zum Teufel? All diese gut versteckten Umschläge sind an die verschiedensten Identitäten von Holmes adressiert. Bei den Adressen handelt es sich also um seine Verstecke. Holmes hat mir nie davon erzählt. Vermutlich fährt er regelmäßig dorthin und holt unauffällig seine Post ab. Es würde zu viel wertvolle Zeit kosten, zu jeder einzelnen Adresse zu fahren. Ich muss die Suche eingrenzen. Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Diese Verkleidung gehört ganz offensichtlich Holmes. Das hatte Holmes gestern an. Holmes hat seinen Tweed-Anzug hier gelassen. Er ist also zurückgekommen, um seine Kleidung zu wechseln, nachdem er mich vor Richter Beckets Haus allein gelassen hat, gleich nach der Explosion. Er wusste wohl, dass Scotland Yard nach ihm fahndet. Also benutzt er wahrscheinlich eine seiner Verkleidungen. Ich muss nur herausfinden, welche. Am besten gehe ich schrittweise vor und versuche herauszufinden, welche Verkleidung fehlt. Ich verwende zum Rekonstruieren den Kleiderschrank im Wohnzimmer. Ich muss alle Teile von Holmes' Verkleidung sammeln und im Wohnzimmerkleiderschrank ablegen. Thank you.
Ich muss den richtigen Namen der richtigen Verkleidung zuweisen. Ich muss den richtigen Namen der richtigen Verkleidung zuweisen. Ich muss den So, diese Verkleidung ist komplett. So, diese Verkleidung ist komplett. Perfekt! Jetzt weiß ich, wie Holmes aussieht und wo ich nach ihm suchen muss. Ich werfe mal einen Blick auf die Karte. Ich nehme besser etwas Geld mit, bevor ich gehe. Mit ein paar Scheinen kann man in Whitechapel allerlei in Erfahrung bringen. Baines Männer haben mein Schlafzimmer mehr oder weniger verschont. Wie nett von ihnen. Ja, mein Geld! Ich wurde bestohlen. Die Polizei kann das nicht gewesen sein. Das ist unmöglich. Gestern Abend war ich zu müde, um nachzudenken. Aber jetzt muss ich mich der Wahrheit stellen. Holmes hat mich bestohlen, wie ein gewöhnlicher, schäbiger Halunke. Gut, ich habe die Adresse von Holmes Versteck. Bucks Row 6.